Und da ist ja Sonntagszug in Rischenburg und hier ist der Hamburg und das ist die Taufe Facelift. Ein MAN auf der Sonderlinie 199 zwischen dem Messeparkhaus Hans-Sanzen ist da hinten, dieses Parkhaus da hinten. Zwischen dem Parkhaus und dem Heumarkt waren die Busse. Und ist noch ein B-Wagen. Ja, wir können wir wirklich sehr, sehr schön spotten. Hier vom Parkhaus von der Wenzel Arena. Und in den Medien hieß es immer, ah, in Deutsch ist der Fahrplatzmangel und so weiter. Nee, einer so neue Fußgängerzone. Aber schaut mal, es gibt so viele freie Parkplätze und das an einem Samstag. Wo in Köln jetzt die Hölle los ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Parkhäuser dahinter auf der linken Rheinseite überfüllt sind. Und vollkommen überfüllt. Die haben aber so randomplig quasi, hinter dem Köln-Triangel. Und oben ist noch eine so Jugendgruppe. Da wollte ich nicht so gerne stören. Da habe ich mich jetzt nicht hingestellt, auf Deck 10. Da oben ist immer was los, auf Deck 11 habe ich gehört. Keine Ahnung. Jetzt sollte er so langsam abfahren. Also voll gewesen, wie der E6 hier zum Deutzer Bahnhof gefahren. Einmal den E1, der war so überfüllt. So überfüllt. Da fährt der RE, der TRI-Zug. Da kommt das Zug. Ein Wagen. In Richtung Ruhrgebiet. E4-3 ist ein innerdeutscher ICE. Und in die Richtung, wir haben noch halten, die Flüge wohl nicht hier in Deutsch. Da ist der ICE Doppelstation. Da müssen wir den KVW warten. Und ich nehme auch mal mit. Ich weiß nicht, ob ich die HFX hier sehen hier. So, da unten. In Deutsch. Der ist ICE. Und der ist ja doof. Auch hier ist was für uns. Ich sehe, hier ist einfach. Das hat nämlich einfach den besten Blick, muss ich sagen. Wow, das ist wunderschön hier. Und das war's auch schon mit dem Video. Wir sind zum nächsten Video. Tschüss. Und ein Lind der neuen Generation in Richtung Engelskirchen. Diese möchte ich auch mal gefahren. Alle mit uns Strecke nach Berlin. Scheint leider wird auch weiteres gesperrt. Das muss im Hochwasser stehen. Aber diese Linie steht beim ganz oben auf dem Plan. Da ist schon das Bergische Land zu sehen. Und der Kalker Wasserturm mit hier für Köln Arkaden. Da hält er so auch als nächstes. Mit dem Kopfwerkleiter ist er E1. Wow. Gibt so viel so Traffic zu sehen. Die Deck sehen und Elf leider schon belegt. Ja, egal. Aber das ist schon ich bin so oft in Köln gewesen und da bin ich noch nicht herumgefahren. Der 1 mit dem Panorama Glasdach.
da ist die große Abschaltanlage Deutscher Feld, eine der, die meine sind die so größte Abschaltanlage hier in NRW, also Stadthaus Ost, und da ist das Hauptstadthaus. Und jetzt ein Lenk der neuesten Generation in Richtung Panzerring. Hier war so eine schöne Aussicht da hinten. Land in Richtung Elbbrück und so weiter. Elbbrück, Merheim und Co. Und da ist ein, das ist die Hamsterbank, es schmeckt ein Palenzo. In Richtung Münster fährt er. Schicken fährt er mit Münster und wahrscheinlich sogar bis da rein, wenn die AFC. Weiter, das ist das Messegelände und da ist der Deutscher Messebahnhof und da ist die Lenzes Arena, ehemals Köln Arena. Talent. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Da ist eine S-Bahn. Die nehmen wir natürlich auch mit.